Ich bin der neue Bachelor. Fühlt sich gut an. Fühlt sich richtig an. Ich möchte so ehrlich und natürlich, wie ich auch im normalen Leben bin, da sein. Moin Moin sagt man nicht. Moin Moin ist gesabbelt. Wenn dann nur Moin. Eine Frau, die sich nicht übergeben muss, wenn sie auf dem Segelboot wäre, wäre super. Ich bin Sebastian, 35 Jahre alt, gebürtiger Hamburger. Ich bin Key Account Manager für einen Immobilieninvestor und ich liebe es, morgens Sport zu machen. Eigentlich mache ich Sport, damit ich besonders viel essen kann. Ich war immer schon ein Fan von Chicken Nuggets. Ich habe mir einen Airfryer gekauft. Beste Entscheidung meines Lebens. Du nutzt quasi ja gar kein Fett. So, mega. Ich bin eher ein ruhiger, sehr gelassen, jemand, der sehr gerne Zweisamkeit hat. Sehr viel Nähe einfach auch zulassen kann. Das lebe ich natürlich aus, wenn ich verliebt bin. Ich bin jetzt seit ungefähr einem Jahr Single. Die letzte Beziehung, die ich hatte, da war ich am Ende auch verlobt. Wir hatten schon einen Tag, wo wir heiraten wollten, aber es hat dann nicht sollen sein. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, getrennte Wege zu gehen. Willst du denn eigentlich die Auswahl der Frauen ohne unsere kompetente Unterstützung treffen? Meine Familie ist mir extrem wichtig. Zu meinem engsten Kreis gehören ganz klar meine Mutter, meine Schwägerin, mein Bruder. Eure Unterstützung fehlt natürlich schon ein bisschen. Ja, stimmt. Normalerweise kommst du ja schon nach 2 Wochen mit denen zu Besuch. Obwohl, wenn ich die Profile weiterleite, dann leite ich sie, glaube ich, immer als erstes immer. Das muss immer über Noras Schreibtisch, sonst würde hier gar nichts passieren. Vielleicht kannst du mal weniger auf Äußeres und mehr auf Inneres achten. Das ist gelogen. Mache ich das schon? Das stimmt nicht. Danke. Die war schon, also die Sebastian hat eigentlich keinen Typ rein vom Äußerlichen her. Nee, das stimmt. Das ist alles sehr unterschiedlich. Also natürlich ist mir das wichtig, wie meine Partnerin aussieht. Das waren immer Charakterköpfe. Charakterköpfe? Charakterköpfe. Aha. Aber dass ich jetzt nur auf Äußerlichkeiten achte, nein. Was sollte die zukünftige Schwiegertochter mitbringen? Sie soll dich einfach nur glücklich machen. Alles andere ist ja völlig egal. Oh, wie süß. Sehr einfach. Ja, ist das so. Und ich glaube wirklich, dass es für jeden Deckel irgendwo gibt. Man muss ihn halt nur finden. Bei so vielen Frauen auf einmal ist die Chance, glaube ich, relativ groß, dass er wirklich mal einen findet jetzt. Hast du dir eigentlich schon so überlegt, wann du so anfängst, mit denen rumzuknutschen und so? Oder? Ich habe definitiv Lust zu knutschen als Bachelor. Ganz klar. Das gehört für mich auch mit dazu. Also vorgenommen habe ich mir das ab dem 5. Date, ehrlicherweise. Das glaube ich ihm nicht. Aber ich finde das auch nicht schlimm, um ehrlich zu sein, weil das sollte man definitiv ausprobiert haben, bevor man sich entscheidet. Wenn jemand nach einem Kuss-Date gehen muss, dann wisst ihr auf jeden Fall, dass es nicht funktioniert hat. Was mir super wichtig ist, was du einfach mitnimmst, dass du wirklich auf dein Herz hörst. Das war, glaube ich, bisher immer so ein bisschen das Problem. Diese fehlende Möglichkeit, sich richtig öffnen zu können, ne, und dass er auch selber sich noch nicht so ganz klar war, wie er sein Leben vielleicht auch bestreiten will. Mach keinen Scheiß. Obwohl, es wird dir auch schon gesagt, dass du dein Herz wirklich mal öffnen sollst. Lass es wirklich mal zu. Gib dich mal ganz. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es nicht nur eine ist, wo ich mich so ein Stück weit auch verlieben werde, weil ich mich auch, ich kann mich schnell in Personen auch verlieben und auf diese Person einlassen. Ich glaube, er wird ein perfekter Bachelor sein. Ist so das,
Welche Mutter würde das nicht sagen? Nee, der ist so, nee, das würde ich von Philipp nicht sagen. Ach was. Der ist auch toll, aber der ist auf eine ganz andere Art und Weise toll. Nach der Nacht der Rosen ist vor der Nacht der Rosen. Ihr wollt wissen, wie es nach der Nacht der Rosen weitergeht? Dann schaut hier auf RTL Plus. Ihr wollt keine Rosen-News verpassen? Dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Für weitere Einblicke in die Bachelorwelt, klickt hier.